Willkommen zurück bei Mario Party 1 und dem Yoshi-Brett. Ich brauche mindestens eine 7, um direkt zum Stern zu gelangen. Sollte es eine 6 sein, kotze ich, so wie bei einer 3. Ich kann es aber nicht beeinflussen, denn das Spiel hat es ja vorprogrammiert. Also Spiel, magst du mich oder nicht? Nein, aber es gibt mir noch eine Chance. So, ein bisschen chancemäßig so. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass ich eine 7 würfle. Deswegen bin ich mit dem aktuellen zufrieden. Aber es kann natürlich immer noch geschehen, dass hier plötzlich der Bowser vor mir auftaucht, ne? Das ist ja nicht ausgeschlossen. Wir spielen Plattform-Chaos. Wo ich beim letzten Mal... Und immer noch nie Kugel-Chaos gespielt. Gar nicht schlecht war. Ja, in Mario Party 2 kommt es deutlich öfter vor. Bin ich aber auch froh drum, weil ich kann es nicht. Ja, in Mario Party 2 gibt es ja auch so 3 Stages dafür. Ja. Boah, das hat jetzt so geleckt. Jetzt hatte ich mich so erschrocken. Irgendwie kann ich das jetzt nicht. Luigi, hau ab! Hör auf, mich zu bedrängen. Yes, ich habe auf jeden Fall was gewonnen. Damit bin ich absolut zufrieden. Nein, Wario, ich bin auf dich gesprungen. Boah, kann ich hier den ganz großen Kuh landen? Nee, ja, kann ich nicht. Nee. Der war schneller da. Entscheidet sich das dann bitteschön? Ja, wer zuerst. Mann, naja, immerhin 5 Coins, also. Pff. Danke, passt. Ach, das ist Luigi's Schuld. Nein, Wario ist schuld. Ach, was weiß ich, ist doch egal. Irgendjemand ist schuld. Keine 1. Nee, das nicht. So. Aber ich bin noch dran. Ja, aber du bist doch nicht asozial. Oder doch? Ich weiß es nicht. 1, 2, 3, 4. Der Stand ist da drüben, nur so zur Information. Ja, ja. 1, 2, 3, 4, 5. Nee. 1, 2, 3, 4, 5. Dann gehe ich nach oben. Nicht so viel Zeit verlieren. So, und ja, jetzt kann man es doch gar nicht mehr verkacken, überlegen. Oder? Bitte. Doch, eine 1. Bitte. Bitte, bitte Spiel, bitte hab mich lieb. Bitte, 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 bitte. Ja! Wieso hat das Spiel dich immer so lieb? Weil es gutartig ist, ja. Wieso kannst du dich bösartig zu dir Second Star. Yeah. Dum, dum, dum. Toll. Komm gleich wieder, ne? Und ein bisschen unter die Arme greifen, ist auch nett. Doch ja, weil du es ja brauchst, ne? Was? Ja, Scheiße. Schied dir recht. Das war eine Millisekunde zu früh. Passiert, ne? Oh, ja. Du bist so ein Arschloch. Aber kann ich noch umgehen, so? Nein. Wieso? Da kommt doch noch einer. Man hat nur bei der ersten Brücke die Möglichkeit, nach rechts zu gehen. Aber das ist ich habe die besten Karten, obwohl ich jetzt eine beschissene Runde aussetzen muss. Verdammt! Ja, es kann sich trotzdem noch alles drehen. Ja, der war. Ja, nee, der Bowser wird ihm jetzt so viel Geld abziehen. Eigentlich müsste ich den nächsten Stern auch kriegen, wenn hier nicht was Dummes passiert. Und wir haben Runde 5 im persönlichen Duell. Es steht 4-0 für mich. So, es reicht. 4-0! Wieso 4-0? Weil ich 4-mal gewonnen habe. Und du 0-mal. Toll. Vergesst es. Ich mache jetzt nichts Unüberlegtes mehr. Dann ist ja gut. Du bist durch mich durch? Nee, rechts an dir vorbei. Was der Luigi gemacht hat, keine Ahnung. Der wollte schwimmen gehen. Hä, was war mit der Stampfattacke? Wieso kommt es nicht hoch? Ey, das ist Betrug gewesen. Ja. Die Pilze sind nicht hochgekommen aus irgendeinem beschissenen ja, Grund. Ja, natürlich nicht. Die waren 50 Stunden unten. Lächerlich. Natürlich, das waren die Pilze. Natürlich sind die Pilze schuld. Na, ja, mal schauen. Also eigentlich dürfte er da nicht gewinnen. Er ist zwar auf schwer gestellt, aber... Boah, geh weg von mir. Du sagst gar nichts mehr? Ach komm, Wario. Hey, das wird jetzt Mann, aber richtig Mario, schnell. Damit gewinnst du nicht. Du musst jetzt hier mal was machen, ja? Stell dich taktisch hin, mach eine Stampfattacke. Aber rumstehen ist das Dümmste, was geht. Ja, warte, der wird doch if. Wario, oh, ist der blöd. Wieso? Ist doch egal, ich hab gewonnen. Endlich mal.
in diesem Spiel wieder. Ja, ja. Aber wie ich das jetzt machen soll, keine Ahnung. Es kann doch nicht sein, dass man da nicht hin kann. Mach doch irgendwas, bitte. Produktiv war das nicht. Ja, ich darf nicht, ich weiß. Bowser, nimm ihm bitte alles ab. Bitte mach es wieder weg. Ja, wegnehmen kann man ihm eh alles schon. Ja, selbst schuld. Idiot. So, wenn keiner auf einem Fragezeichenfeld landet, habe ich auch den nächsten Stern. Das ist gut. Und Wann du weißt... Über... Ja. Sonst wärst du böse, ich weiß. Adieu. Ich gehe schwimmen. Oh, jetzt haben wir halt einen schweren dabei. Das wird sich jetzt trotzdem hinziehen. Vielleicht schaffe ich es sogar nicht, wenn ich aufgeregt bin. Das Schwere ist schon abgesegelt. Was? Okay. Ja. Lol. Ist halt so, ne? Komm, Luigi, gib auf, bitte. Ja, der Luigi wird auch fehlen. Ich glaub's ja nicht, dass er das schafft. Sei still, bitte. So sind die Möwen. Hallo. Ja, schon ist er weg. Ist ja klar, bei dem Spiel so. Damit ist die Abmachung eingehalten worden. Ab dem nächsten Mal werden wir hier eine Münze werfen und derjenige darf dann gewinnen. Ist zwar echt lächerlich, aber... Es ist halt eben so. Das Spiel hat irgendein Vollidiot programmiert, keine Ahnung. Letzten 10 Runden. Oh. Was, das ging ja richtig schnell. Ja. Boah. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, schlecht war das schon mal nicht. Doch war's. Bitte. Ich habe einfach jedes Mal hier ein Facepalm und so langsam wird's eintreten, dass ich alle Sterne abgeben muss, weil du es ja sowieso immer drauf anlegst. Ja, Münzen tauschen. Aber das war nicht das. Naja, jetzt kannst du wenigstens nicht den Stern holen. Ich weiß nicht, ob ich gerade abbrechen soll, weil es. Ja, ich werde abbrechen, es laggt. Lag sackt. So, jetzt ist der Wario dran. Komm bitte, geh auf ein Fragezeichenfeld. Nein, er landet leider auf einem Einzelspielerfeld. Ab jetzt werde ich das vorspulen, weil ich habe mir überlegt, es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, dass ich das vorspulen kann. Ja, und dass das Video asynchron wird, einfach F4 drücken. Okay, ganz schnell beeil dich, Wario. Ja, es müsste jetzt immer noch alles synchron sein, es ist, ja, Hauptsache es ist schnell vorbei, ne? Hm. Boah, der rennt so umständlich. Ich glaube, das hätte richtig lang gedauert anzusehen. Muss doch nicht sein, ne? Ja. 6 Münzen. 6 Münzen hat er bekommen. Besser als nichts. Ich brauche nämlich aktuell ziemlich viel Geld. Ich habe es durch unglückliche Umstände verloren. Ja, die waren wirklich sehr unglücklich. Und habe jetzt auch noch keine Chance auf den Stern. Ja, das ist ziemlich dumm, weil jetzt hat er ihn. Aber erstmal müssen wir hier die Kanoneninsel überstehen. Bewegen und springen ist möglich. Naja, vielleicht kommt ja noch jemand auf dem Fragezeichenfeld. Es wäre nur zu meinem Vorteil. Ja, zu meinem auch, aber erst wenn es passiert, wenn du über das Sternfeld drüber bist und vom Bowser penetriert wurdest. So richtig, hey, schmeiß mich nicht raus, ihr Arschlöcher. Nein! So, einer weniger, das ist gut. Du bist doch nicht Luigi. Boah. Was? Was, der wurde doch voll getroffen, der Wario. Warum gibt's den noch? Ja, echt. Also wenn alle überleben, gewinnen alle, oder ist dann Draw? Ja, dann gewinnen. Im Zweier haben dann alle gewonnen, aber das Zweier war auch da noch etwas anderes. Die hatten da andere Kanonen. Das war vor allem schwieriger. Ja, nee, fand ich nicht. Natürlich, da gibt's eine Megakanone. Ah, kurz zum Ende bist du noch erwischt worden. Super, das ist ja voll gemein. Dum, 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 optimal. Ja, aber diese Superkanone war ganz einfach. Du musstest einfach nur im richtigen Timing springen. Das war ein Witz, das konnte man nicht verlieren. Ah, ja.
Na dann mal los, was passiert jetzt? Eine 7, ich glaube, nee. Nein, Luigi. Tut er nicht, er muss bei Bowser vorbeischauen. Und wird auch die besondere Petiküre bekommen. Ja, ein Ring. Das kostet ihn jetzt 30 Münzen, hier. Ja, das kostet immer 30. Ist voll viel eigentlich. Endasozial. Ja, eigentlich schon. So, jetzt bist du dran. Oh nein. Durch eine 3. Oh, du hast tatsächlich noch eine Chance. Toll, aber wie groß ist diese Chance? 10. Hier kann ich auch nicht vorbei. Ja, du kriegst mir auch nicht weiter. Toll, Wario macht irgendwas. Das ist eine blöde Sache, ja. Also ich hoffe fast sogar, dass der Toad kommt, weil dann hast du zwar einen Stern, aber ich auch. Ja, ich hoffe es auch. Also, zumindest ich krieg noch Ja, du brauchst keinen Stern, du hast genug Sterne. Es sind leider jetzt einige Tage dazwischen, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. Also wir haben bei dem Lag gecuttet. Ja, das hatte keinen Sinn Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, wie es aussieht bezüglich Münzstern, Fragezeichenstern und Minispielstern. Ich kann nur vom Minispielstern ausgehen, dass ich den kriege. Ja, wahrscheinlich. Weil du immer davon ausgehst. Aber die anderen beiden weiß ich nicht mehr. Ja, das kennen wir ja schon. Das ist wichtig, da wurde ich das letzte Mal weggefegt, das darf mir nicht nochmal passieren. Und da gibt es wichtige Kohle zu bekommen. Wenn man sie bekommt. Und die erste Münze habe ich schon mal. Oh. Mist. Eine Münze. Schmeiß mal ein paar Münzsäcke runter, Alter. Aber zu mir bitte. Nein. Scheiße. Ach, verdammt. Also das hätte ich jetzt nicht riskiert. Nee, ich hab's auch nicht riskiert. Ach, Mann! Meiner. Ich krieg keinen. Scheiße, jetzt hat er mich erwischt. Nur den einzelnen Mist hier. Doch, jetzt habe ich einen. Immerhin ja, einen. Ja, der ist ja direkt auf dich drauf. Dann habe ich vielleicht sogar die meisten, weil ich habe schon viele einzelne Münzen auch ergattern können. Ich habe 7, 9, ja. Damit kann ich mir einen Stern leisten. Also, irgendjemand bitte auf einem Fragezeichenfeld landen. Danke. Danke, Luigi. Du hättest auch eine 2 würfeln können. Bitte. Komm, jetzt mach du es. Eine 1. Ja, aber das Spiel ist eh vorprogrammiert, aber es ist scheiße vorprogrammiert. Ja, tut mir leid, Gasso, ich hab's mir ausgesucht. Klar, am epischsten wär's natürlich, wenn ich jetzt drauf lande, ne? Habe ich einen Fragezeichenpunkt und bin ein Feld vor. Kannst du mich nicht verschonen? Den Toad. Den kannst du ruhig 50 abziehen, ne? Nein. Doch. Immerhin schenkt er mir einen Ring. Der war richtig schlecht. Ja, es ist aber so. So, Würfel. Das könnte es doch sogar sein. Nein! Nein! Mario, bitte 1, 1, 1, 1, 1. Nein, das wäre zu dumm, echt. Ist da noch eins? Yes, der landet drauf! Ja, aber der Tod bleibt. Oh nee, oder? Er bleibt nicht, er kauft sich einen Stern. Das gibt's und jetzt doch kommt gar der Süße rüber! Ja, warte Baby. Mal, vielleicht geht ja trotzdem noch einer drauf. Das glaube ich nicht. Oder vielleicht geht der automatisch drüber, wenn man einen Stern hat? Nee. Nö, der bleibt da. Ach du, warte, du bist ein Drecksack. Ja komm, es ist notwendig. Der Junge hat jetzt auch 2 Sterne. Ja und? Ich muss auch an mich denken. Oh mein Gott. Und ich sehe gerade, der Kerl darf auf keinen Fall im Minispiel gewinnen, weil sonst wird er einen Stern klauen. Ach, soll er ruhig. Mir ist es egal. Ja, nur weil es von mir der Fall sein wird. Ist ja, das aber das wird er eh bekommen. Nein, es ist kein Together, verdammt. Ja, das gewinnt. Ich oder Ey, du? Es kann jeder gewinnen, aber nicht der Wario, bitte. Ja, doch, ich bin schon für Wario. Schnauze! Was bist du jetzt für eine böse. Was? Frau. Frau, ja. Sei mal ein bisschen so. Böser Diss. So wie. Ja, ich muss auch an mich denken. Ja, denk auch mal an mich, Mann. Ja, ich. Du hast ja immer Glück gehabt. Oh nein. Nein! Nein! Und ich hab's doch noch selbst verkackt, weil ich zu niedrig gesprungen bin. Ich hab's auch verkackt. Ich bin auch zu niedrig gesprungen. Ja, ich gönn's ihm. Das Beschisseste wäre natürlich, wenn jetzt nochmal jemand auf so einem blöden Feld landet und der Toad wieder weg ist. Weil den Stern, den ich jetzt verliere, den muss ich natürlich irgendwie kompensieren. Komm. Oh, Mist! Wieso? Gott sei Dank. Keins mehr.
Ja, aber dann hätte der Wario von mir einen Stern geklaut und das wäre schon nicht so toll gewesen. Hätte er nicht, ich habe 2 Sterne, er hätte auf jeden Fall mich genommen. Und da ich jetzt 3 so, habe und ja. Erster bin, macht er es auf jeden Fall. Du hast ja trotzdem dann 3, ach ja, stimmt. Aber kann nicht noch irgendwas anderes passieren? Bowser, ich brauche deine Hilfe. Ist da irgendwo ein Bowserfeld oder so, oder ein Mirakel? Keine Ahnung. Nee, das vielleicht lieber nicht, aber Bowserfeld wäre geil. Bowser. Unwahrscheinlich, es wird nichts passieren. Ja, vielleicht doch, warte. Ach komm, kann ich das jetzt nicht mehr, oder was? Nein, du darfst schön warten. Komm, Wario. Er versaut sich selbst irgendwie. Nee. Oh, bitte, hab Erbarmen, bitte. Mach bitte, es richtig. Bitte, nein. Ja. Nein. Ja, richtig. Verdammter so. Bastard. Und tschüss. So, jetzt muss ich überlegen, was ich jetzt mache. Der hat 2 Sterne mehr wie du, lol. Und du rechnest dir noch irgendwelche Siegchancen aus. Ja. 0 Chance auf irgendwelche Bonussterne, aber egal. Ja, das weißt du doch gar nicht. Ja, gut, aber. Ich wäre da nicht so sicher. Habe ich noch am ehesten die Chancen wegen dem Minispielstern? Kohle weiß ich Ach, nicht. Ach, wieso kommt dieses Spiel so oft? Weil das Spiel mich nicht mag. Und ich auch nicht. Aber ich finde, hier gibt es auch nicht so viele Minispiele. Ja, es gibt auch nur 50. Auch nur 50. Das sollten eigentlich die wenigsten sein von allen Mario Partys, die auf Heimkonsolen erschienen sind. Die anderen haben nämlich so, 80 oder 65. Oh, eine 75. Sekunde zu spät. Bin so schlecht gerade. Ich hab doch nur angetippt. Ja gut, eine Münze. Komm schon, hol's dir. Oh, ich bin so mies war ich noch nie. Komm, den Sack. Yes. Immerhin etwas. Nein, das ist zu weit. Ach, du hast auch einen Sack. Komm, den in der Mitte, bitte. Verdammt. Shit, zu spät. Oh Mann, ich habe auch null Timing-Gefühl irgendwie so. Also das ist richtig schlecht gelaufen. Ja, nur ein Münzsack. 5 Münzen sind's ja. Ich glaube, ich habe 6 Münzen. Ja. Ja. Und bin damit sogar der Sieger. Geile Scheiße. Ja, aber es wird ja nicht gerechnet, Doch, wer die meisten Minispiele gewonnen hat, sondern wer die meisten Münzen ja, im Minispiel. Ja, dann habe ich ja trotzdem gewonnen. Ich habe 7, ihr habt alle weniger. Logik! Fragezeichenfeld! Sag's jetzt nichts zu. Ja, mir ist das egal jetzt. Okay. Wieso? Ja, ich kann jetzt auch hinkommen. Weißt du, dass ich. Okay, die hört mir gar nicht zu. Was denn? Vergiss es. Was hast du für Nein? Du darfst eh nicht. Und ich werde auch dann was ganz Böses machen, wenn ich eine hohe Zahl würfel. Ah, und zwar ja. So viel Münzen einzahlen, dass du dann nicht durchkommst. Was? Ja, man zahlt doch da Münzen ein bei diesem blöden Steinblock. Ja, wieso willst du nicht, dass ich da durchgehe? Ja, weil du dann den Stern bekommst. Ach echt? Ja, weil der Stern jetzt oft wieder auf der anderen Seite ist. Ja, aber ich bin da ganz weit weg. Also auch auf der richtigen Seite. Also ich weiß nicht, was du für Halluzinationen hast. Und warum verkacke ich eigentlich immer den Stern? Ja, aber du musst noch zu diesem blöden Steinblock kommen. Nein. So genauso wie ich. Nein. Natürlich kommt man, muss man zu dem blöden Steinblock zahlen. Muss ich nicht. Hey, ich bin voll gut jetzt. Da hab ich jetzt hier nicht aufgepasst. Ich weiß nicht. Die letzten Minuten sind sehr mysteriös. Scheiße, damit habe ich es mir nicht versaut. So, langsam. Yes, aber voll gut. Oh, der ist wenigstens niedlich. Nein. Doch. Richtig süß. Verdammt, wieso hast du so viel Kohle? Ja, ich hatte früher noch mehr Kohle. Die letzten 5 okay, Runden. Okay, wer wird gewinnen? Ja, keine Ahnung, hey. Koopa, sag. Halt. Nicht jetzt. Spoiler. Beim nächsten Mal wissen wir es, Freunde. Bis bald.